Wenn du nicht willst, dass ich sauer werde, dann wirf endlich dieses Ding, hast du verstanden? Boo wurde zu dem, was er am liebsten mag, nämlich Kuchen. Pustekuchen, um genauer zu sein. Doch wie wird es weitergehen? Ist das Abenteuer von den Drachenkämpfern jetzt einfach so zu Ende? Sind wir denn jetzt endgültig los? Eine Frage, um die wir uns gleich kümmern werden. Denn als Riesendankeschön, dass ihr mich und vor allem auch diese Videoreihe so heftig supportet habt, eure Freunde mit ans Boot geholt habt, immer fleißig Kommentare geschrieben habt und auch geliked habt, gibt's noch etwas zu gewinnen. Und zwar habe ich hier die gesamte Geschichte von Dragon Ball von Band 1 bis 21 in den Doppelbändern für einen da draußen, der mit etwas Glück dieser Dinger bei sich bald zu Hause haben kann. Wenn du also nochmal physisch Son Gokus Abenteuer erleben möchtest, dann solltest du nicht zögern. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist Hashtag Dragon Ball unten in die Kommentare zu schreiben, ein Like dazulassen und Abonnent des Kanals sein. In 2 Wochen werde ich das Ganze auflösen und den Gewinner anschreiben. Ich wünsche da draußen jedem extrem viel Glück, dieses Ding zu gewinnen. Und jetzt geht's los mit dem 23. und somit letzten Teil der Dragon Ball Z Tiefenanalyse. Kid Buu wurde so heftig weggenukt, sodass nicht mal mehr ein paar Atome von ihm übrig geblieben sind, aus denen er sich wieder zusammenpuzzeln könnte. Mr. Satan teilt die frohe Botschaft mit der Menschheit und Dende kommt, um die Kämpfer zu heilen. Ein Buu weniger heißt aber nicht, dass es keine Buus mehr gibt. Immerhin liegt da ja auch noch der Dicke, den Vegeta auch direkt mal loswerden will. Klar sieht es hier auf den ersten Blick erstmal so aus, als würde er hier wieder in alte Muster zurückfallen, wie als er Bata und Rekum ehrenlos vernichtet hat, als sie schon auf dem Boden lagen. Doch hier denkt er nicht an sich, sondern daran, dass Buu wieder durchdrehen könnte und eine Gefahr für die Erde darstellen könnte. Und er weiß natürlich auch von sich aus am besten, dass man nicht unbedingt zu den Guten gehören muss, nur weil man mal einen gemeinsamen Feind hatte. Mr. Satan springt aber dazwischen und fleht ihn an, ihn am Leben zu lassen. Immerhin ist er ja auch wirklich gut, weil Kid Buu nicht mehr in ihm ist und Mr. Satan ihm auch beigebracht hat, was gut und was böse ist. Du bist doch viel zu schwach. Du könntest nicht mal einen gehbehinderten Zwergpudel an der Leine halten. Hau jetzt endlich ab! Ich warne dich, ich werde dich mit anbraten! Son Goku ist auch optimistisch, dass wenn er wirklich nochmal eine Bedrohung darstellen sollte, er das schon wieder richten könnte. Dagegen hat Vegeta natürlich nichts mehr zu sagen, womit Dende wieder seine magischen, kleinen grünen Hände anlegen darf. Um Buus Identität vor den Menschen zu verheimlichen, benutzen sie natürlich in einem halben Jahr die Dragon Balls, um deren Erinnerungen an Buu und den Ereignissen zu löschen. Mr. Satan wird zwar selbst danach noch als Held für eine Rettung gefeiert, was aber echt verwirrend sein muss, wenn niemand mehr weiß, warum man Mr. Satan eigentlich so für etwas feiert, was man ja gar nicht mehr weiß. Bei Piccolo hat es doch auch keinen mehr so wirklich gejuckt, dass er da noch rumläuft. Außerdem, wenn die Menschheit sagen, ist dann auch Yamcha, Tenshin Han, Chaozu und die anderen Z-Kämpfer mit dabei? Und auch Mr. Satan selbst? Auch ein großer Unterschied ist natürlich, dass Vegeta überhaupt auf Son Goku hört. Früher unmöglich gewesen, was man ja auch eindeutig gesehen hat. Und so geht's für alle zurück zur Erde, um mit der Familie und den Freunden wieder vereint zu sein. Ich war lange weg und ich hoffe, ich habe euch genauso gefehlt wie ihr mir. In einfachen Shots, komplett ohne Sprechblasen, wird Buu mitgebracht und jeder Charakter, welcher uns auf der Reise begleitet hat, wird noch einmal gezeigt. Das ist das perfekte Ende. Akira selbst hat gesagt, dass er nicht genau wüsste, was er noch nach der Buu-Saga machen könnte, weswegen er hier ein Ende für sich gesetzt hat. Akira Toriyama hat bis hierhin wöchentlich abgeliefert. Jede Woche ein Kapitel. Egal ob mit Fieber, mit guter Laune oder schlechter Laune, nur 3 bis 4 Stunden Schlaf pro Nacht über 10 Jahre hinweg und davor noch 4 Jahre Arale. Er hat seit dem ersten Kapitel in der Jump vom 3. Dezember 1984 bis zu der Jump-Ausgabe vom 5. Juni 1995 10,5 Jahre durchgehend gearbeitet und sich spontan von Kapitel zu Kapitel geangelt, ohne auch nur eine einzige Pause genommen zu haben. In jeder einzelnen Jump-Ausgabe seit 1984 bis 1995 war Dragon Ball mit drin. Und davor gab es ja wie gesagt auch noch Dr. Slump. Und während Dragon Ball noch lief, noch insgesamt 27 weitere Kapitel durch One-Shots oder andere Miniserien in der Jump. Und das Ganze mit nur einem einzigen Assistenten, nämlich Takashi Matsuyama. Ich denke, er verdient ja auch definitiv mal seine Erwähnung, weil er auch extrem viel zu Dragon Ball beigetragen hat. Da bleibt jetzt einem nur noch eins zu sagen.
Du hast dein Leben geschuftet wie kaum ein anderer und damit die Herzen von Millionen berührt. Hoffentlich hast du es im Himmel etwas entspannter. Vielen Dank, Akira Toriyama. Nur ist das gar nicht das Ende. Wäre das das Ende, wenn Akira keinen Redakteur im Nacken hätte? Sehr wahrscheinlich. So musste er aber weitermachen und ein offenes Ende schreiben, damit man noch einen Nachfolger kreieren kann, ohne dass Akira noch unbedingt mit dem Manga weitermachen muss. Immerhin ist Dragon Ball zu dem Zeitpunkt und eigentlich ja auch sogar heute noch eine gigantische Marke. Jeder, der Anime und Manga kennt und inhaliert, kam einfach nicht an Dragon Ball vorbei. Und weil das Werk so riesig war, lag natürlich auch dementsprechend viel Geld drin. Immerhin ist Dragon Ball der Goldesel schlechthin und allein an seiner Produktion hängen Jobs von so vielen anderen Menschen. Redakteur Takeda hat zwar weiterhin Akira betreut und war dann auch hinterher mit One Piece zugange, doch die Anime-Produktion musste ebenfalls weitergehen. Es folgen natürlich auch noch Spiele ohne Ende, aber auch noch Dragon Ball GT als direkter Nachfolger vom Dragon Ball Z Anime. Akira war zwar raus und hat genug Geld mit diesem Werk gemacht, um sich wohlverdient in den Ruhestand zu begeben. Doch sind andere mehr oder weniger auf sein Werk angewiesen. Animateure, Komponisten, Synchronsprecher, Produzenten, alles was irgendwie mit Merch zu tun hat, Übersetzer, Lizenznehmer aus anderen Ländern, damit wieder Synchronsprecher und so weiter und so weiter. Die Reichweite, wie viele Menschen mit diesem Werk ernährt wurden, war und ist sogar heutzutage noch so riesig, weswegen man es selbstverständlich mit Dragon Ball GT damals aufrechterhalten wollte. Und genau deswegen hat Akira Toriyama sich entschieden, ein offenes Ende zu schreiben. Beziehungsweise ein Ende, was sich eher nach einem Anfang einer neuen Saga anfühlt. Wie zum Anfang jeder Saga ist die Welt in Ordnung, es kommen mehrere bekannte Charaktere zusammen, der Erzähler erzählt ein bisschen, es gibt einen Skip, neue Charaktere werden eingeführt und Son Goku ist mal wieder erstmal weg. So gab es noch ein paar Seiten in dem Kapitel und zusätzlich noch zwei weitere Kapitel, damit das Produktionsteam schon mal einen Anfang hat, um die Story weiterzuführen und die Fans natürlich spüren, dass es auch noch weitergehen könnte. Denn 10 Jahre nach dem Sieg gegen Buu geht es tatsächlich weiter. Trunks fliegt mit seinem Flugzeug und dann einfach selbst weiter zu Son Gohan, welcher in einer so friedlichen Welt nur noch mit Sehschwäche zu kämpfen hat. Der hat einfach den Downgrade des Jahrhunderts bekommen, was aber auch mehr als vorhersehbar war, weil er das auch genau so schon nach der Cell-Saga gesagt hat und auch gemacht hat. Auch nach Cell hat er sein Training so vernachlässigt, sodass er sogar schwächer wurde als im Kampf gegen Cell. Immerhin hat er mit 4 Jahren zusehen müssen, wie sein Vater stirbt, wie seine Freunde sterben. Mit 5 Jahren war er auf Namek bei einem Genozid dabei und er hat einfach extrem viel Scheiße erlebt. Deswegen kommt diese Entwicklung alles andere als überraschend. Auch wenn mein Kämpferherz blutet, wenn ich ihn im Kopf im Super Saiyan 2 oder in der Mystikform sehe. Eigentlich möchte Trunks aber natürlich zu Son Goten, welcher gerade mit Son Goku trainiert. Der hat sich, genau wie Vegeta, in den 10 Jahren nicht wirklich verändert, da sie eine Kämpferrasse sind und von daher der Alterungsprozess erst später kommt, was Bulma schon heftig anpisst. Morgen geht ein weiteres Tenkaichi Budokai los, wo Son Goku mitmachen will, weil er dort jemand Starkes erwartet. Vegeta ist jetzt auch nicht direkt Feuer und Flamme, dass Son Goku bei dem Turnier mitmacht und er endlich wieder eine Chance bekommt, gegen ihn zu kämpfen, sondern sieht er ihn immer noch als den Stärksten an und macht da auch nur mit, weil die Geschichte mit dem mysteriösen starken neuen Typen interessant klingt. Außerdem ist es wieder die Gelegenheit, mit seinem Sohn gegen Son Gokus Sohn aufzutrumpfen. Das Turnier an sich ist noch viel korrupter, als wir es das letzte Mal gesehen haben. Mr. Satan ist und bleibt nämlich der Champion, da er nur noch im Finale gegen den Gewinner kämpfen muss, was mit Buu, der jetzt mit Mr. Buu einen Decknamen bekommen hat, auch gar kein Problem ist. Mr. Satan muss sich auch keine Sorgen machen, dass jetzt auch Son Goku und die anderen wieder mitmachen, da die ebenfalls bei dem Schauspiel mitmachen würden. Und damit die anderen gut zugucken können, kriegen sie natürlich die besten Plätze direkt am Ring in der ersten Reihe. Okay, vielleicht etwas zu viel des Guten, dann eben im VIP-Raum, wo sie ebenfalls einen perfekten Blick auf den Ring haben. Im Turnier macht jetzt neben Son Goku, Vegeta, Son Goten und Trunks auch noch Pan mit, die Tochter von Son Gohan und Videl. Die beiden selbst gucken nur zu, genau wie Piccolo und alle anderen auch. Stattdessen haben wir andere, harte Konkurrenz wie den Hühnermann, komischer Muskelberg, Anabola Mercury, anderer Typ oder der noch am normalsten aussehenden, den man als die neue Herausforderung von Son Goku halten soll.
Dabei ist die neue Herausforderung der Junge mit dem Irokesenschnitt. Gegen den will Son Goku auch sofort in der ersten Runde ran, weswegen Buu die Wahl ein bisschen manipulieren soll. Er ist nämlich die Reinkarnation von Kid Buu, nach welcher Son Goku bei seiner Vernichtung gefragt hatte. Immerhin heißt er ja auch Uub, also Buu, nur eben rückwärts. Was zwar auch bei uns mit den lateinischen Buchstaben perfekt funktioniert, im Japanischen allerdings ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, weil sie kein Zeichen haben, was mit B endet. Deswegen heißt er eigentlich Ubu. Und mit dieser Information geht es weiter zum allerletzten Kapitel vom Dragon Ball Manga. Gestartet mit einem Blick in die Vergangenheit und der ungewissen Zukunft, die man selbst in der Hand hat. Die Auslosung ist manipuliert zu Ende gegangen und so stehen die Paarungen fest. Pan gegen mega riesiger Muskelberg, Son Goku gegen Uub, McChicken gegen normal aussehender Typ, Son Goten gegen Mr. Buu, Trunks gegen Kommandant Blues Bruder Homo und Nock gegen Vegeta, was aber schon als erstes vorgezogen wird, weil der Neue ein bisschen frech wurde. Hoffentlich quietschen deine maroden Gelenke nicht, wenn du dich nachher in den Ring tragen lässt. Quasi wurde bei Nock angeklopft, was auch der Sinn des Namens ist. Knock Knock, Witze und so. Mo Kekko heißt so, weil das übersetzt so viel bedeutet wie das reicht, also eher so eine Schwäche gibt. Captain Chicken ist natürlich ein Huhn und heißt so, weil man im Englischen das Wort Chicken auch als Feigling benutzt, also wieder ein Schwacher. Kirano ist ein Wortspiel mit dem englischen Wort Killer, was uns und natürlich auch Vegeta zeigen sollte, dass er die wahre Herausforderung ist. Ach ja, und dann gibt's natürlich auch noch Otoko Ski, zusammengesetzt aus Otoko, also Mann, und Suki, also Mögen oder Liebe, womit man grob auf Männerliebhaber kommt, was natürlich auch nur ein Zeichen der Schwäche zeigen soll. Oder, wie er im Deutschen ganz stumpf einfach genannt wurde, Homo. Dabei ist diese Auslosung irgendwie kompletter Schwachsinn. Warum zum Teufel sind hier 12 Finalisten, die im jeweils 1 gegen 1 gegeneinander kämpfen müssen? Die ersten 8 Teilnehmer haben voll die Arschkarte, weil diese 4-mal gewinnen müssten, bevor der Gewinner gegen Mr. Satan rein dürfte, während die letzten 4 nur 3-mal kämpfen müssten. Warum haben sie nicht 16 genommen oder paar runtergecuttet auf 8? Homo, Nock, Kidano und Chicken McNuggets hätte man alle streichen können, ohne dass jemand etwas vermisst hätte und schon wäre das Ding da um einiges befriedigender. Außer den ersten Muskelprotz gegen Pan sieht man die anderen ja eh nicht kämpfen. Okay, der eine wird natürlich von Vegeta Feuer ausgeschaltet, aber irgendwie halt merkwürdig. Vermutlich sollte Uub einfach nicht direkt auffallen und bei den anderen hatte Akira wohl einfach nur seinen Spaß. Aber trotzdem, warum 12? Ob das auch Absicht war, um zu zeigen, dass das Turnier wirklich überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt, weil der Gewinner am Ende des Tages eh feststeht? Naja, Pan ist jetzt wie Krillin im letzten Turnier, die hier einen viel zu groß geratenen Typen mit paar Ohrfeigen und einem Kick wegklatschen kann. Dabei ist halt echt schön zu sehen, wie Mr. Satan hier seine menschliche Seite zeigt und sich vor und nach dem Kampf so Sorgen um sie macht. Als nächstes ist dann auch schon Son Goku gegen Uub dran. Piccolo weiß auch schon, dass das nicht so ein Kampf wird wie bei Pan. Hat bestimmt wieder ein bisschen gelauscht. Anders als Dende, der noch nichts checkt. Auch wenn er eigentlich genauso gut hören müsste wie er. Er kennt aber natürlich Privatsphäre, anders als Piccolo. Auf die nette Art wird Son Goku ihn nicht dazu bringen, sein Bestes zu geben, einfach weil er viel zu nett ist und vor allem nervös ist. Hängt ja nur das Überleben seines Dorfes von ab. Deswegen schaltet Son Goku seinen Kopf ein und fängt direkt mal an zu beleidigen und zu provozieren, damit Uub in der Wut seinen Kopf und alles drumherum ausschaltet und sich voll und ganz dem Kampf widmen kann. Ja genau, zu deiner Mutter, der Schlampe. Hören Sie auf, meine Mutter ist keine Schlampe. Eine Oberschlampe, das ist sie. Das klappt dann auch dementsprechend gut, sodass Son Goku sich entschließt, Uubs Dorf von Mr. Satan Geld zu geben und mit ihm durchzubrennen. Erneut verlässt er das Turnier frühzeitig und erneut lässt er seine Familie im Stich. Nur hier eben komplett ohne Grund. Bruder, du hast 2 Kinder. Du hast eine Enkelin, die auch dazu noch extrem stark ist. Wie wär's, wenn du sie mal trainieren würdest? Oder bring Geld zu dem Dorf im Namen von Uub und trainiere Uub bei dir zusammen mit Pan. Son Goku selbst sagt zwar, dass Uub irgendwann mal die Welt retten wird und ja, das kann ja auch sein, aber eigentlich will er nur gegen ihn kämpfen. Ist ja eigentlich auch okay. Aber lass die arme Pan und deinen Sohn Son Goten, die auch noch die perfekten Sparringpartner für Uub wären, nicht einfach so außen vor. Ich meine, klar, er ist auch nach den Cell-Spielen im Jenseits geblieben. Nur mit dem Unterschied, dass er es damals zumindest begründen konnte.
Nicht besonders die beste Begründung, das sind wir uns alle einig, klar. Aber man wollte ihn halt loswerden, damit Son Gohan den Spotlight bekommt. Und damit hat man es halt geschafft. In diesem Fall hier kann er Ub aber trainieren, wo immer er will. Er muss seine Familie dafür nicht im Stich lassen. Ich verstehe auch Ubs Rolle und die Symbolik dahinter. Dass nicht jemand wie Pan die Wiedergeburt von Kid Buu ist, sondern Ub, womit gesagt wird, dass jeder von uns der nächste Held der Erde sein könnte. Es muss kein Saiyajin sein. Finde ich ja auch gut. Aber Pan einfach wegzuschmeißen, auch wenn sie so gern mit Opa Goku trainiert hat, ist irgendwie räudig. Das ist auch genau das, was mich an diesem Ende so unendlich stört. Es gibt keinen Grund für das, was Son Goku macht. Das perfekte Ende ist das Ende vom Kampf gegen Kid Buu. Alle sind vereint, keine Worte mehr. Schlusswort vom Autor und Ende. Das so dran zu hängen war natürlich nur wegen Dragon Ball GT, aber damit hat man ein geniales Ende, würdig für Dragon Ball, mit so einem offenen Ding irgendwie nicht treffen können. Das Problem ab hier für GT wäre dann natürlich noch, dass Son Goku nicht mehr einfach so weitererzählt werden kann, ohne dass es sich irgendwie falsch und unbefriedigend anfühlen würde. Noch eine Story hinten dranhängen ginge nicht, weil Son Goku als Charakter auserzählt wurde. Er ist vom naiven kleinen Jungen zum erwachsenen durchdachten Mann geworden. Um jetzt noch eine Story mit ihm zu erzählen, hatte man zwei Möglichkeiten. Entweder er wird eher so zur Nebenfigur und fungiert als Trainer, um das, was er alles gelernt hat, weiterzugeben. Oder man macht ihn wieder klein, um ihn erneut physisch wie auch psychisch Raum zum Wachsen zu geben. Deswegen beschweren sich ja auch so viele, dass sich Son Goku in Dragon Ball Super so falsch anfühlt. Wie eine Mischung aus Naruto, Ruffy und Son Goku und irgendwie auch niemand von denen, weil er keine logische Fortführung von Son Goku nach der Buu-Saga ist. Denn musste man ihn enorm downgraden und damit teils verspielt, dumm und wieder naiv machen, um ihn Stück für Stück langsam wieder aufbauen zu können. Einen vollen Raum, also eine fertige Charakterentwicklung, kann man nicht weiter füllen, sondern muss man da erstmal wieder etwas rausnehmen, was nötig ist, weil ein Charakter ohne Entwicklung langweilig ist. Vor allem als Hauptcharakter. Deswegen hat Akira selbst auch keine andere Möglichkeit gesehen, außer ihn zu einem Trainer zu machen oder wie es dann hinterher wurde, um ihn dann auch weiterhin als Protagonisten zu haben, ihn zu einem Kind zu machen. Ich hätte aber for real zu gerne Son Goku als Trainer gesehen, wie er Ub immer wieder über die Schulter guckt und sein Wissen vermittelt. Man wollte es bei GT denke ich mal aber nicht riskieren, da ein Hauptcharakterersatz schon nicht mit Son Gohan geklappt hat. Was wäre dann also erst mit so einem unbeschriebenen Blatt wie Ub los? Und so fliegen sie jetzt in die Ferne, um immer stärker zu werden. Und auch weiterhin wird es Abenteuer und Gefahren geben, welche Son Goku und die anderen schon meistern werden. Denn die Dragon Balls werden immer für sie da sein. Was das erste Ende vom Manga ist. Denn es gibt zwei. Wie schon im letzten Video gesagt, gibt es noch einen Reprint aus 2004 und die Colored Edition, die beide auch noch ein anderes Ending haben als im Originalen. Hier schenkt Son Goku Ub noch seine alte Jinjujun, auch wenn es ja eigentlich gar nicht mehr seine ist, schmeißt Ub darauf, der wirklich ein reines Herz hat, da der Wolkerich ihn trägt, und so fliegen sie gemeinsam, wie Son Goku damals, weiter, womit er die Fackel an Ub übergibt. Dann noch die gleichen Worte über die weiteren Abenteuer und die Dragon Balls und ein Dankeschön an die Fans. Mit einem grimmigen Vegeta, der darauf schwört, irgendwann Son Goku zu besiegen. Yep. How to fuck up Ending und Charakterentwicklung Part 2. Das mit der Jinjujun ist ganz schön. Es sieht schön aus, es soll nicht nur Son Goku, sondern auch uns daran erinnern, wie alles angefangen hat. Kann man auf jeden Fall machen. Aber warum zur Hölle ist Vegeta hier auf einmal so mies drauf und holt diese alte Kiste wieder hoch? Als sie sich für das Turnier entschieden haben, hat er auch nicht mehr Son Goku besiegen wollen, ihn sogar als Stärksten betitelt, sondern fand er einfach nur den mysteriösen Gegner interessant. Da gefällt mir wiederum das Original viel lieber. Denn hier richtet sich Akira Toriyama mit finalen Worten an die Zuschauer. Ein klares Dankeschön für den Support. Wie dankbar er für alle und alles ist, auch wenn es nicht leicht war, das so lange durchzuziehen und er jetzt erstmal eine Pause braucht, um ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen. Er richtet sich an die Fans, dass sie das Leben mit genauso viel Energie in Angriff nehmen sollen wie Son Goku, was er selbst ebenfalls versucht. Es sind fucking rührende Worte, die mich damals, als ich mit der Story durch war, nochmal ganz hart getroffen haben und mich selbst jetzt noch berühren. Kein Scheiß, ich kriege dich noch, Kakarot.
Was für eine Verschwendung. 519 Kapitel, wovon wir in den letzten 4 Jahren mit der Dragon Ball Z Tiefenanalyse 325 abgedeckt haben. 194 bleiben jetzt also eigentlich noch übrig und ja, die werden irgendwann mit Sicherheit auch noch kommen, aber davor habe ich halt noch so ein anderes riesiges Projekt vor mir. Zu diesem neuen Projekt werdet ihr auch schon sehr bald etwas erfahren. Ansonsten möchte ich mich hier jetzt noch einmal an jeden da draußen bedanken, der seit Part 1 dabei ist, aber auch an diejenigen, die einfach irgendwann zwischendurch reingegrätscht sind und dann nochmal alles aufgeholt haben oder vielleicht nicht, aber für jeden einfach, der dabei war, der mitgefiebert hat, der das Ganze genauso interessant fand wie ich, denn es war super interessant, nochmal so tief in diese Materie reinzugehen. Ich habe dadurch sehr viel Neues dazugelernt und ich hoffe einfach, ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich es hatte. Und ja, eigentlich war es das jetzt mit der Dragon Ball Z Tiefenanalyse. Ich weiß, dass es zum Dragon Ball Content noch extrem viel gibt, selbst heutzutage kommt ja immer noch etwas. Aber neben ein paar kleineren Dinge oder auch größere Dinge, die noch auf der Dragon Ball Liste stehen, die ich noch bei den Videos machen möchte, wird die Dragon Ball Z Tiefenanalyse erstmal nicht weitergehen mit Dragon Ball Classic oder GT oder so, sondern habe ich etwas ganz anderes, etwas viel Größeres in Kapitel gesehen, im Blick, was ich denke trotzdem sehr viele sehr befriedigen wird. Ich hoffe selbstverständlich, dass auch ihr dann noch dabei sein werdet, dass ihr dann ebenfalls mit mir diese neue Welt dann ergründen werdet und tief in diese Geschichte eintauchen werden. Das war es jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Ich, wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür für den ganzen Support und so weiter. Viel Glück bei dem Gewinnspiel und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.